Also schuld ist daran, dass Politik Frau Merkel, Innenminister Horst Seehofer, ich bin gleich fertig. Und das, was am meisten wehtut, ist, dass AfD, die Terroristen, die Nazis, die werden mit unseren Steuergeldern befördert, Mann. Wir bringen uns jetzt mit unserem eigenen Geld um, Mann. Das kann doch nicht sein. Es wird nichts aufhören. Passt auf euch auf, Mann. Passt auf euch auf. Es wird noch schlimmer. Glaubt mir. Aber wir fertig. Danke. Gegen Muslime, gerade von RTL, die hier so scheinheilig tun, von vielen Medien. Die Leute werden voll gemacht in ihrem Schädel. Nein, bitte, hört auf! Hört auf, Respekt den Tod gegenüber, kein Applaus, bitte! Wahrheit hat er recht, Respekt bitte! Presserei, seit 20 Jahren sind gegen den Islam gehetzt. Seit 20 Jahren wird der Islam mit Terrorismus in Verbindung gebracht, was nicht den Tatsachen entspricht. Und es gibt genug Idioten in diesem Land, die genau diesem Müll glauben, und das ist das Ergebnis. Der Islamhass, die Hetze. Wir sind hier eine Gemeinschaft. Wir leben hier in einem Land, in einer Welt. Unabhängig von Religion, Herkunft, spielt alles keine Rolle. Wir müssen zusammenhalten. Und die Presse insbesondere, und die Pressearbeit, die muss aus diesen Sachen lernen. Wir erleben das jetzt am 15. März 2019, haben wir es in Neuseeland erlebt. Heute, gestern erleben wir es hier in Offenbach. Wo? Wie geht es weiter? Ich glaube, differenzieren. Aber jetzt wollen Sie differenzieren? Wo war denn die Differenzierung die letzten 20 Jahre? Der Islam wurde permanent, tagtäglich durch den Dreck gezogen. Von der Presse. Richard, rede mal lauter. Aus diesem schrecklichen Verbrechen zu lernen, der hat weder was mit Islam zu tun, weder sind es Terroristen gewesen, die da drin sind, das waren unschuldige Kinder, die da drin waren, die dafür gestorben sind, damit sie Einschaltquoten gewinnen. Das ist doch die Wahrheit. Man muss doch den Mut haben, das auszusprechen. Das muss ein Ende haben. Das muss ein Ende haben. Wir erlauben Nazi-Parteien. Wir erlauben hier in der Bundesrepublik Deutschland Nazi-Parteien. Wir gestatten ihnen, im Rahmen des Demonstrationsrechts auf die Straße zu gehen und gegen Ausländer zu hetzen. Und es gibt genug Idioten, die darauf reinfallen. Gucken Sie darüber, wie gleich die Leichen rausgetragen werden. Zu Bergamacht, an die Presse. Der Queen! Ja! Nein, bitte Jungs. Bitte Jungs. Bitte überdenken Sie Ihre Berichterstattung. Nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Wir haben es letztes Jahr in Neuseeland erlebt. Wir haben es in München erlebt. Es gibt genug Orte, wo genauso Ähnliches den Menschen widerfahren ist. Das muss ein Ende haben. Sie tragen als Presse eine große Mitverantwortung. Die Presse nimmt diese auf. Die nehmen das halt auf. Bitte überdenken Sie nochmals Ihre Berichterstattung in Zukunft und geben Sie den Rechtsradikalen keine Plattform. Dankeschön.